Hey Leute, das ist ganz Hyam. Willkommen bei WTN Germany. Autofahrerin prallt unter Alkoholeinfluss gegen Baum, 9-jähriger Sohn stirbt. Für einen 9-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Eine Frau ist bei Neuried unter Alkoholeinfluss gegen einen Baum gefahren. Ihr Sohn wurde aus dem Auto geschleudert und starb. Eine 35 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstagabend in Neuried-Ichenheim, Ortenaukreis, unter Alkoholeinfluss mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt. Dabei sei ihr 9 Jahre alter Sohn ums Leben gekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sohn wird unter Autowrack eingeklemmt. Die Mutter war demnach mit hoher Geschwindigkeit auf der Rheinstraße am Ortsausgang Ichenheim, einem Ortsteil Neurieds, in Richtung Rhein unterwegs, als sie seitlich von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum fuhr. Das Auto wurde durch den Aufprall in 2 Teile gerissen. Der Junge wurde aus dem Wagen geschleudert und unter dem Wrack eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Sachverständiger zur Klärung des Unfalls eingeschaltet. Die Mutter erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Alkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von knapp 2 Promille. Sie musste zusätzlich eine Blutprobe abgeben. Ein Sachverständiger soll nun klären, wie genau es zu dem Unfall kam. Die Rheinstraße in Neuried war zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt. Hey guys, this is Ghanshyam. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.